Ich persönlich habe viele Menschen mit Down-Syndrom betreut, denn ich habe meine Ausbildung in einer Psychiatrie Neurologie seinerzeit begonnen und auch gemacht. Ja, 21. März, heute ist Tag Down-Syndrom, Trisomie 21. Trisomie 21 sind natürlich viele Eltern geschockt bei dieser Diagnose. Als Krankenpflegedienstleiter sage ich Ihnen, ich persönlich habe viele Menschen mit Down-Syndrom betreut, denn ich habe meine Ausbildung in einer Psychiatrie Neurologie seinerzeit begonnen und auch gemacht. Ja, ich weiß die Bedeutung, den Menschen mit Handicap zu begleiten und entsprechend auch zu betreuen. Aber ich sage Ihnen, Menschen mit Down-Syndrom sind etwas ganz Besonderes. Sie haben so eine Herzlichkeit, so eine Wärme und so eine Güte, die sie ausstrahlen, dass die Betreuung und die Arbeit mit diesen Menschen zusammen so viel Spaß macht. Und wir sind im 21. Jahrhundert, wo wir Menschen mit Down-Syndrom sehr, sehr gut integrieren können bei uns in unserer Gesellschaft. Die Inklusion funktioniert oder wird funktionieren bei Menschen mit Down-Syndrom aufgrund ihrer Herzlichkeit und Wärme. Und wir sind heute so weit, dass wir hier aktiv helfen können. 40.000 Fälle gibt es in Deutschland mit Down-Syndrom. Und es ist unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe, hier den Familien begleitend zur Seite zu stehen und hier entsprechend natürlich die bestmögliche Versorgung sicherzustellen. Denn Trisomie 21 ist zwar schockierend und das Down-Syndrom ist ganz schlimm für die Menschen. Allerdings sage ich Ihnen, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten. Ja, viele Grüße an die Veranstaltung. Ich bin mir sicher, dass die alle sehr gut heute sind. Und gerne hätte ich auch was zum Thema gesagt und ausgeführt. Viele Grüße und gutes Gelingen.